Willkommen auf meinem Kanal, ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. In meinem letzten Video habe ich gesagt, ich würde total gerne die Hände aus dem Bild Die Erschaffung des Adams von Michelangelo nachmalen. Und das ist, was wir heute machen. Allerdings wird das nicht so einfach für mich, denn ich habe mir eine Bearbeitung rausgesucht, wo Wolken im Hintergrund sind. Und wie wir in meinem letzten Video auch gesehen haben, sind Wolken nicht so mein Ding. Und Hände sind sowieso generell mega schwer. Also es wird interessant. Wünscht mir Glück. Und los geht's. Es gibt wirklich so viele verschiedene Bearbeitungen und die habe ich mir als Vorbild genommen. Das hier ist die Leinwand, die ich bemalen werde. Dann habe ich als erstes mir ein Quadrat ausgemessen und das mit Washi-Tape abgeklebt. Da kommt dann später der Himmel rein und den Rest male ich in einer Farbe aus, die mir gut gefällt. Was natürlich mal wieder Türkis ist. Die Farbe entspricht einfach exakt meiner Wandfarbe. Das finde ich so lustig und das war echt nicht beabsichtigt. Okay, also ich wollte mir richtig Mühe geben und habe dann ein bisschen recherchiert, wie man Wolken malt, ob es da bestimmte Techniken gibt. Und ich habe auch wirklich gute Videos auf YouTube gefunden. Allerdings hatte ich trotzdem Probleme. Also ich in Wolken, wir werden keine Freunde. Ich wollte unbedingt, dass es gut wird. Ich habe wirklich mehrere Videos angeguckt und ernsthaft versucht, die Tipps und Techniken anzuwenden. Es sah bei mir einfach nur nicht annähernd so aus wie bei den anderen. Keine Ahnung, was mein Problem damit ist. Ich habe da mal am Ende irgendwie improvisiert, irgendwas gemacht und das Endresultat ist auf jeden Fall vertretbar, würde ich sagen. Aber ich habe das gar nicht komplett aufgenommen, weil das Rohmaterial des Videos für diese eine Wolke und die rechts habe ich noch so ein bisschen gemacht, schon über eine Stunde lang war. Also ich saß wirklich Ewigkeiten da dran und Wolken sind meine Endgegner. Falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, wie man Wolken besser machen kann oder ihr direkt seht, was ich so falsch mache, lasst es mich bitte wissen. Ja, das ist aber das Endresultat, also damit bin ich relativ zufrieden und ich habe mich eigentlich auch darauf verlassen, dass das meiste eh von den Händen verdeckt wird, also close enough. So beim Skizzieren der Hände habe ich mir so gedacht, das könnte entweder richtig gut werden oder das war eine ziemlich dumme Idee. Jetzt kann ich euch aber etwas über Hautfarbe mischen erzählen, denn mein Base-Hautton, den ich immer benutze, der war leer. Das heißt, ich musste mir die Haut komplett selber mischen und erzähle euch jetzt, welche Farben ich dafür benutzt habe. Ich kann ja auch mal ein richtiges Video dazu machen, aber hier folgt jetzt eine kleine Kurzversion. Als erstes müsst ihr euch überlegen, welche Untertöne hat die Haut, die ihr haben wollt. Ist sie eher oliviger oder pinker und in diesem Fall war sie halt olivgelblich und daran habe ich mich orientiert. Weiß ist die Base für unseren Hautton, dann brauchen wir einen Ocker oder einen Gelbton. Rot mischen wir mit rein, das soll der Farbe ein bisschen Lebendigkeit geben, das habe ich selber auch nur durch Videos erfahren. Und dann ein dunkles Blau, Ultramarinblau, damit verdunkeln wir die Farbe und lassen sie ein bisschen kühler erscheinen, denn wenn der Hautton zu warm ist, wirkt es unrealistisch. Damit mischt ihr euch einen Grundhautton an, von dem ihr heller gehen könnt mit Weiß und dunkler mit Blau. Ich habe auch sogar Schwarz verwendet. Ich habe dann ein paar Stellen der Hand mit einem schwarzen Marker umrandet, damit die Linien und Formen klarer sind und es einfach sauberer wirkt. Außerdem fand ich, dass es besser aussah, wenn ich mich von hell zu dunkel gearbeitet habe. Eigentlich spielt es bei Acrylfarben nicht so eine große Rolle, weil die ja relativ deckend sind. Aber ich fand, so wirkte das ein bisschen natürlicher und weicher im Übergang und habe dann irgendwann einfach angefangen, von hell zu dunkel zu arbeiten. Hände sind wirklich so schwer und komplex und was ich noch gemacht habe, um zu gucken, ob die Proportionen halbwegs stimmen, ist mit meinen Händen versucht, die Pose nachzumachen und dann zu gucken, okay, sieht es realistisch aus, passt es so, was muss ich ändern? Ich habe mir vorgenommen, jetzt Videos in kürzeren Abständen zu produzieren und auch mehr Tippvideos zu machen, denn ich werde oft Sachen gefragt. Und zwar möchte ich Tipps für Anfänger geben, wie man anfängt mit dem Malen, zum Beispiel wie ich angefangen habe. Und hoffe, dass es euch interessiert, denn das werden so die nächsten Videos, die kommen. Das ist es.
Als ich fertig war, war ich unzufrieden. Aber ich finde, in Anbetracht dessen, dass ich beide Dinge nicht so gut kann, ist es nicht schlecht. Ich finde es gar nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Aber es gibt Fehler, die ich sofort sehe, Fehler, von denen ich weiß, dass ich sie gemacht habe. Zum Beispiel am meisten stört mich der Daumen hier. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Ich habe da so oft drüber gemalt und versucht, das irgendwie zu retten, aber es hat nicht funktioniert und dann hatte ich einfach keine Lust mehr. Und ich war zwischendurch sogar so unzufrieden, dass ich dachte, ich zeig's euch gar nicht. Aber ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und mich darauf verlassen, dass es mein nächstes Video wird. Deswegen seht ihr es jetzt trotzdem. Ich habe auch auf Instagram gefragt, ob ich da zum Beispiel noch Schmetterlinge hinzufügen sollte. War mir dann aber unsicher, weil ich das nicht versauen möchte. Deswegen seht ihr das jetzt so. Und falls ich daran noch irgendwas ändern sollte, dann werdet ihr das auf meinem Instagram auf jeden Fall erfahren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.